Okay Leute, da bin ich auch wieder und zwar habt ihr jetzt gerade das Herzteil gesehen, wie ich das bei diesem Rennen bekommen habe. Das hat, den zweiten Durchlauf habe ich gleich im ersten Versuch hinbekommen, wie ihr gesehen habt. Und ja, nun möchte ich euch erstmal den nächsten Schlitz zeigen und zwar befindet er sich hier. Und zwar möchte ich als nächstes zum Skelettwald, aber ich glaube, wir kommen darüber nur über Kakariko. Flui, Held von Hyrule. Dort liegt der Skelettwald. Genau da will ich hin. Anders als in deinen Welt. Umgibt diese Aura des Bösen. Du wirst Kreaturen begegnen, die schrecklich sind als alles, was du bisher gesehen hast. Dort wartet ein Weiser mit einem guten Herz auf die Rettung. Nimm all deinen Mut zusammen und rette ihn. Das sind die Worte von Hilda von Lowell. Oh, und ich sehe auch gleich mal ein Herzteil. An das wir natürlich ziemlich chillig rankommen. Hier ist es nämlich. Ja. Finde ein weiteres Herz, um einen weiteren Container zu erhalten. Und wir hören doch hier das nächste Mai Mai. Ja, das. Ach stimmt, jetzt sind wir im Skelettwald und gar nicht in Kakariko. Ich dachte, wir sind jetzt in Kakariko, aber sind wir gar nicht. Da sind wir doch erst im Skelettwald. Ich dachte, wir kommen über den über Kakariko zum Skelettwald, was tatsächlich doch nicht so ist. Okay, aber ich werde jetzt trotzdem mal einen Schnitt setzen und weitersuchen. Ja, in dieser Milchbar, wo wie ich immer meine Milch hole, gibt es einige Leute, mit denen ich sprechen möchte. Wie zum Beispiel ihn hier. Oh, du bist es, mein Lebensretter. Ich habe es dir zu verdanken, dass ich wieder hier meine Milch trinken kann. Ja, das ist übrigens der vom Todeswerk da. Was willst du, Kleiner? Lass mich doch in Ruhe, meine Milch in Sorgen zu ertrinken. Meine Augen sind so schlecht geworden, dass ich ohne Lupe keine Karte mehr lesen kann. Ohne meine Lupe wäre ich absolut hilflos. Hast du mir noch mehr? Was meinst du dazu? Schon mal versucht, eine Karte ohne Lupe zu betrachten? Drücke mal plus, minus, plus, minus. Das macht echt Spaß, wenn man seinen Magen gut im Griff hat. Was? Plus? Minus? Plus? Hä? Ich habe hier zwar ein Plus, aber kein Minus. Egal. Ich habe gehört, in letzter Zeit verschwinden immer mehr Menschen. Aber lass uns nicht über düstere Sachen reden. Musik halt deine Stimmung mit Hand und Tresen. Wie wäre es mit etwas Beschallung, während du deine Milch genießt? Mit nur 10 Rubine. Vielen Dank. Ich hoffe, es gefällt dir. Los geht's, Partner. Du musst Nachsicht mit ihm haben, Kleiner. Er ist schüchtern, das ist schon fast eine Krankheit. Er bringt vor Fremden kein gerades Wort heraus. Sprich einfach mit ihm, ja. Möchtest du noch ein Lied? Schon gut. Schade. Okay. Ja, das möchte ich euch einfach nur gezeigt haben. Oh, hier ist ein Grasbüschel gewesen und hier befindet sich ein weiteres Mai Mai. Mai Mai Nummer 50, damit haben wir die Hälfte des gesamten Spiels. Es gibt etwas, was ich euch schon immer zeigen wollte, aber immer vergessen habe. Jetzt ist es mir aber wieder eingefallen und deswegen gehen wir hier rein. 4, 3. Du bist 2 Sekunden zu früh, aber auch das ist Schicksal, Flui. Es war vorher bestimmt, dass du zu mir kommen würdest. Ich bin
Wahrsager und ich kann dir die Zukunft sehen. Wenn du einmal nicht weiter weißt, besuche mich einfach. Die Kristallkugel verrät deinen nächsten Schritt. Dass ich dir dies hier gebe, ist auch selbstverständlich Schicksal. Du hast die Hinweisbrille erhalten. Betrachte die Welt durch Gläsern. Wenn du nicht weiterkommst. Diese Hinweisbrille lasse ich von ihrem albernen Aussehen nicht täuschen, Flui. Es handelt sich um ein mächtiges Artefakt. Wenn du nicht mehr weiter weißt, verzweifelt bist, betrachte die Welt durch die Hinweisbrille. Damit wirst du die Gestalt von Hinweisgeistern erkennen können. Sie werden dir Hinweise zuraunen und dich den Weg der Wahrheit führen. Sie geben dir verzweifelte Hoffnung, so wie der Bach dem düsteren Wasser schenkt. Möchtest du Macht der Hinweisbrille durch die Augen sehen? Bla. Gehen wir mal hier raus. Du bist mir ein bisschen zu Depri. Aber das wollte ich eigentlich auch nur von ihm. Die Hinweisbrille. Und zwar, stirb du mal. Und zwar benutze ich jetzt mal die Hinweisbrille. Ja, dann können wir hier zu ihm gehen. Der Hilfsgeist ist in ein Buch vertieft. Spielmünzen der Hilfsgeister. Wenn du deinen 3DS mit dir herumträgst, bekommst du pro 100 Schritt eine Spielmünze. An einem Tag kannst du höchstens 10 und insgesamt höchstens 300 Münzen erhalten. Wenn du deinen Hilfsgeist mit Spielmünzen gibst, hilft er dir, um Rätsel zu lösen. Getreu dem Motto, was man nicht im Kopf hat, muss man in den Beinen haben. Du solltest nur Hilfe suchen, wenn du wirklich, wirklich verzweifelt bist, überhaupt nicht mehr weiterkommst. Ja, leider habe ich keine Spielmünzen. Aber ja, das wollte ich eigentlich euch nur zeigen, wie die Hinweisbrille funktioniert. So, ich bin jetzt in Kakariko in Loru. Und ich möchte mit euch das ein bisschen erkunden. Das werden wir erst später erkunden. Und dann im nächsten Part werden wir uns dann den Skelettwald angucken und werden dann natürlich da auch den nächsten Dungeon betreten. Hallo. Diese Welt ist traurig. Oh, doch ein Dieb zu werden ist auch keine Lösung. Damit macht man alles nur noch schlimmer. Man beschmutzt seine Seele. Menschen sind erbärmlich, sind und falsch. Nur Monster verraten einen nicht, denen man trauen kann. Du solltest dir auch eine Maske aufsetzen und mit uns singen, auf dass wir alle zu Monstern werden. Monstera, Boronstera, Monstera, Boronstera. In diesem Dorf gibt es ein Dieb ist versteckt. Aber ich habe nicht den Mut, ein Dieb zu werden. Was bleibt mir anderes übrig, als unseren Meister zu folgen? Ach, könnte ich dieser schrecklichen Welt entfliehen. Monstera, Boronstera, Monstera, Boronstera. Ja, die Leute sind hier alle ziemlich depri. Den Schlitz besichtigen wir gleich. Aber ich will erstmal in die anderen Häuser alle rein. Hallo. Ey, Kleiner. Was denkst du? In diesem Dorf ist es ganz schön heruntergekommen, nicht wahr? Und es gibt auch für mich eigentlich, will ich auch kein gemeiner Dieb sein, weißt du? Man versucht anständig zu bleiben, aber in Hand und drehen wird man zu einem Ganoven. Oh, richtig. Da gab es doch ein Lied dazu. Keine Ahnung, was du meinst. Aber ich lasse die Stadt erstmal in Ruhe. Es gibt noch andere Städte hier, also es gibt hier noch andere Orte, die wir besuchen könnten, aber ich lasse sie erstmal in Ruhe, weil das werden wir uns erst später direkt angucken, aber ich wollte vor allen Dingen hier hin. Und guckt euch dies an. Huch, wen haben wir denn da? Wie bist du denn hier reingekommen?
Wenn du etwas früher hier gewesen wärst, hätte ich etwas peinlich ausgesehen. Hättest du etwas peinlich ausgesehen. Aber wie du siehst, bin ich gerade mit Umziehen fertig. Na, was hältst du von meinem Kleid? Du wirst ja ganz rot. Ich wollte dich gar nicht in Verlegenheit bringen. Hier, als Entschuldigung bekommst du das von mir. Ein Herbstall! Lass die Tür offen. Du kannst mich ab jetzt besuchen kommen, wann du willst. Ja. Nur deswegen bin ich nämlich hier gewesen. Und ja, wir und damit beende ich auch erstmal den Part. Wir hören ja ein Quietschen, aber das Quietschen können wir noch nicht befreien. Deswegen lasse ich das erstmal. Aber ich beende hier den Part. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder von Let's Play The Legend of Zelda: A Link Between Worlds. Bis dahin, Leute, und ciao.